Ja, Tag. Ich habe hier heute Musketiere von Franz Josef Lamming dabei. Das ist ein neues, schnelles Kartenspiel verlegt bei Pegasus. Wie man es von den Musketieren kennt, sind sie diesmal natürlich wieder als eingefleischte Teamspieler unterwegs. Im Auftrag der Königin versuchen sie, drei wertvolle Diamanten zu bekommen. Das wäre eigentlich natürlich eine ganz einfache Sache, wenn da nicht der Kardinal mit seiner Garde wäre. Der probiert nämlich, diese Mission zu sabotieren. Und so geraten die Spieler als Musketiere in verschiedene Duelle mit dieser Garde, versuchen sie gemeinsam zu besiegen, um an diese Edelsteine zu bekommen. Wenn sie den mal verlieren, dann muss der Schwächste ins Gefängnis. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und wie das genau funktioniert, sehen wir uns wie immer im Detail. Zu Spielbeginn zieht jeder Spieler 9 solcher Musketierkarten auf die Hand. Diese unterscheiden sich grundsätzlich erstmal in ihrer Wertigkeit. Es gibt die Werte von 0 bis 10. Und von jeder dieser Zahlen dann nochmal 5 Stück. Diese kann man aber dann unter sich nochmal unterscheiden, denn es gibt noch diese Degen hier unten. Je mehr Degen so eine Karte hat, desto wertvoller. Diese 9 wäre also mit 3 Degen wertvoller als diese 9 mit nur 2 Degen. Ganz simpel. So, bevor das Spiel jetzt wirklich startet, kommt man aber schon in die erste knifflige Überlegung, denn man muss zu Beginn 3 seiner Handkarten verdeckt vor sich ablegen. Das sind dann auch gleichzeitig die Karten, die ich später als Punkte gewinnen kann. Lege ich also ziemlich niedrige Karten hier ab, kann ich auch nur sehr wenig gewinnen. Lege ich hohe ab, fehlen mir dann aber vielleicht auch schon beim Spiel gleich die entsprechenden Karten. Ich muss also sehr gut überlegen, kann ich mir das leisten bei meinen Karten, wirklich hohe Karten hier abzulegen, oder verliere ich dann dadurch schon sehr schnell sehr viele Runden und muss vielleicht ins Gefängnis und kann dann meine hohe Karten gar nicht nutzen, wenn ich eben nur mit niedrigen spielen kann. Gleich zu Beginn kommt also diese Einschätzung auf uns zu und dann geht es schließlich wirklich los. Das eigentliche Spiel verläuft dann so, dass hier eine Gardenkarte aufgedeckt wird, in diesem Fall eine 10, und die Spieler versuchen jetzt gemeinsam diese Garde zu besiegen. Jeder Spieler legt aus seiner Hand verdeckt eine Karte ab, die werden dann aufgedeckt und dann werden einfach die Werte, die darauf abgebildet sind, addiert. So, man sieht schon ganz klar, 5 plus 7 plus 6 würde die Garde in diesem Fall locker schlagen, wir haben also gewonnen. Und dann haben wir auch sofort einen Gewinner, denn der Spieler, der jetzt die höchste Karte belegt hat, in diesem Fall die 7, der bekommt als Belohnung so einen Edelstein, den er dann auf eine seiner verdeckt ausliegenden Karten legen kann, um diesen Wert am Spielende zu verdoppeln. Ja. Genauso können natürlich aber auch später viel, viel stärkere Garden auftreten, eine 35. Da hätten wir jetzt natürlich Probleme gehabt, die zu besiegen. Und dann gewinnt die Garde und steckt den schwächsten Spieler ins Gefängnis. In diesem Fall der Spieler, der die 5 gelegt hat, der müsste ins Gefängnis, würde sich also so eine Gefängniskarte nehmen und auch auf eine seiner verdeckten Karten ablegen. Diese Karte zählt dann beim Spielende 0 Punkte. Zusätzlich gibt es noch eine Sonderregelung, und zwar hat ein Spieler alle 3 Gefängniskarten bekommen. So muss er zwar weiterhin Karten legen, damit alle Spieler immer jede Runde auch eine Karte ablegen, aber er wird an dem Kampf selber nicht mehr beteiligt, seine Karte wird also nicht addiert und so wird es für die anderen Spieler viel schwieriger, diese Garden zu bekämpfen, zu besiegen und dementsprechend auch Punkte zu machen. Es gibt nur 3 dieser Gefängniskarten und so kann es gut sein, dass, wenn andere Spieler dann wieder verlieren, dass die Karten an den Besitzer wechseln, die springen immer ein bisschen hin und her. Das gleiche ist übrigens auch mit diesen Edelsteinkarten der Fall. Und ja, so ist ein Spieler nicht darauf aus dem Spiel ausgeschlossen, sondern er kommt dann wahrscheinlich auch schnell wieder hinein. Genauso kann ein Spieler nicht bis zum Ende seine Edelsteinkarten behalten, sondern gewinnt ein anderer Spieler mal, dann wechseln die Karten dementsprechend. Das ganze Spiel läuft dann so lange, bis tatsächlich alle 9 verbliebenen Karten, die man noch auf der Hand hat, ausgespielt wurden. Oder das Spiel kann auch vorzeitig enden, wenn ein Spieler es schafft, alle 3 dieser Edelsteinkarten an sich zu nehmen. Das gelingt natürlich nur, wenn er das geschickt macht und die 3 Karten behält, sonst werden die natürlich wieder von anderen Spielern abgenommen. Er muss also wirklich sehr, sehr gute Karten haben oder sehr geschickt eben spielen, sodass er das überhaupt erreichen kann. Ja, dann endet das Spiel. Es wird einfach geguckt, wie viele Punkte hat man jetzt. Man dreht also die entsprechenden Karten hier um und entweder zählt man sie eben nicht durch das Gefängnis oder man verdoppelt sie eben, wenn ein Edelstein drauf liegt und diese Punkte werden dann eben notiert. Das Ganze kann man jetzt eben nur eine Runde spielen
wie wir es jetzt gerade gemacht haben, oder man notiert sich die Punkte und spielt dann, bis ein Spieler, sagen wir mal, insgesamt 100 Punkte bekommen hat. Ja, und dann haben wir einen Gewinner und ganz klar, das bin ich. Meines Erachtens hat die Idee hinter Musketiere ein ganz großes Lob verdient, dass man hier gemeinsam als Musketiere gegen eine Garde kämpft. Das ist wirklich toll und spricht die Leute an. Mich persönlich auch. Da kann man gar nicht warten, loszuspielen. Bedauerlicherweise wird das so jetzt überhaupt nicht umgesetzt, denn tatsächlich entsteht gar kein Teamgedanke, wo man probiert, gemeinsam gegen die Garde zu gewinnen und ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern man spielt tatsächlich geschickt so, dass die anderen Spieler Edelsteine verlieren und ins Gefängnis gesteckt werden. Also man probiert gezielt Karten, niedrige Karten zu legen, um die anderen Spieler reinzureiten. Und auf der anderen Seite, wenn man hohe Karten hat, spielt man diese natürlich gezielt so aus, dass man ganz schnell die Edelsteine bekommt und selber dann am Ende die Punkte bekommt. Es gibt also keine Teamwertung, kein Teamspiel, kein gesetztes Ziel, sondern jeder probiert letztendlich, die meisten Punkte für sich selber rauszuholen. Und das ist natürlich komplett das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erstmal von der Idee her erwartet hätten. Das lässt sich natürlich auch begründen, so dass jeder Musketier natürlich der Königin irgendwie selber präsentieren möchte. Ich habe die Edelsteine besorgt, ich bin hier der Beste von uns. Klar, das ist in dem Sinne auch ein Gedanke, den man verfolgen kann, der auch Spaß machen kann. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sich auf ein kooperatives Spiel hier freut, wo man wirklich als Team probiert, die Garde zu besiegen. Und so funktioniert das in dem Sinne natürlich nicht. Wenn man sehr viele gute Karten hat, ist sehr schnell klar, dass man bei kleinen Werten wie einer 10, einer 8 oder 12, da haut man einfach mal eine große 10 raus und man denkt, die anderen Spieler können eigentlich nichts dagegen machen. Das ist schon klar, dass man die 8 mit einer 10 besiegt. Und wenn man halt die 10 mit den 4 Deken hat, hat man seinen Edelstein. Da kann keiner was gegen machen. Und wenn das 2-3 Mal hintereinander passiert, ist die Sache sofort gegessen. Bei einer 35, dann hat man so einen Mittelwert raus mit einer 7 oder so. Und ein Spieler, der schlechte Karten hat, der kommt halt knallhart ins Gefängnis. Der kann nichts machen. Am Anfang die taktische Überlegung ist auch natürlich nett, dass man von seinen Handkarten entscheidet, kann ich mir das leisten, gute Karten abzulegen, um viele Punkte zu machen. Kann ich die vielleicht dann bekommen, indem ich probiere, immer so auf der Mitte durchzukommen? Oder lege ich möglichst schlechte Karten, gewinne dafür aber alle Edelsteine, kann sie dann verdoppeln? Da gibt es schon eine kleine Überlegung. Letztendlich hat das aber nichts mit einer großen Strategie oder Taktik zu tun. Es hängt einfach davon ab, welche Karten man auf der Hand hat. Danach kann man eigentlich die Runde schon bestimmen. Das, was dann aufgedeckt wird, ist eigentlich relativ irrelevant. Kommt eine kleine Zahl, kann man die sofort eigentlich besiegen. Große Überraschung gibt es da nicht. Eine große Zahl, 35, 40, ist ja nur zu schlagen, wenn alle Spieler wirklich eine 10 und 9 oder 8 legen. Dazu müssen sie erstmal haben und dann auch noch ablegen. Und warum sollten sie? Dann brennt doch sofort der Kampf, wer hat die höchste. Das passiert einfach nicht. Dann legt keiner eine 10, weil die wäre ja sonst verschwendet. Dann kommt man vielleicht nicht auf die 40, dann kommt man auf 38. Drei Spieler haben eine 10 gelegt, verlieren die 10, völlig sinnlos. Und der letzte Spieler, gut, der kommt dann halt ins Gefängnis, darum geht's dann. Aber dieses Grab-Element, dieses Risiko, das passiert einfach nicht, weil es sich vom Spiel her einfach nicht lohnt. Man bewahrt sich die 10 auf, bis man sie völlig locker spielen kann, um einfach einen Edelstein zu bekommen. So endet das Spiel manchmal frühzeitig nach 3-4 Runden und einer hat einfach sau viele Punkte bekommen. Oder ein Spieler hat einfach schlechte Karten und scheidet so aus. Oder es gibt schon irgendwo so mittelmäßige Spiele, gibt es auch. Aber man sieht eben, dass diese ganzen Elemente so nicht ganz greifen und es eben einfach zu einem einfachen, sehr einfachen Kartenablegespiel wird und dieses Team-Element dabei völlig verloren geht. Also das ist hier überhaupt nicht irgendwie der große Spielmechanismus. Ne? Sehr schade. Aber sonst, der Mechanismus ist natürlich so ausgelegt, man kann nur gewinnen, wenn alle Spieler hohe Karten legen. Ist trotzdem eine schöne Idee, die Umsetzung hapert ein bisschen. Ansonsten kommt in einer schönen Metalldose daher, lässt sich wirklich schnell spielen, hat auch wirklich einen gewissen Reiz. Also es ist kein vollkommen schlechtes Spiel. Und wenn man einfach ein schnelles Kartenspiel mit einer neuen Idee sucht, kann das auf jeden Fall Spaß machen. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Es ist auch wirklich einfach nett und übersichtlich. Nur, man darf eben nicht erwarten, dass man hier wirklich gemeinsam als Musketiere spielt, sondern man spielt eigentlich wie bei jedem anderen Spiel groß gegeneinander und probiert für sich das Beste rauszuholen. Und das ist einfach hier nur Startglück.